Ja, kurzes Geläut meiner Josefsglocke. Sie hat ein neues Joch erhalten als Übergangsform in der Lampe, also im Glockenturm. Dann wird das alte Joch wieder montiert, aus Platzgründen und auch aus schwingungstechnischen Gründen, was hier aber ja nicht nötig war, diese Kröpfung. Und deshalb habe ich ein Holzjoch schnell gemacht. Ich wünsche viel Spaß beim Geläute, also klanglich klingt sie wirklich besser. Und sie schwingt auch anders, logischerweise. Leider haben wir immer noch keine passenden Kugellager gefunden. So, aber das war jetzt das Geläut meiner Josefsglocke 2016 von Würzig gegossen.